Ja, willkommen bei den Meerwurztropfen, einer neuen Ausgabe der Meerwurztropfen und zwar endlich mal wieder mit einem Gast. Das ist ja schon eine Weile her und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir den Alexander Unziker zu Besuch haben. Herr Unziker, guten Abend erstmal. Hallo, Herr Weltbrock, hallo. Grüße Sie. Herr Unziker, wir wollen heute über Ihr Buch sprechen, das ich natürlich auch gelesen habe, das den Titel trägt und sagen Sie mal schnell, im Westend Verlag erschienen ist, genau, und das den Titel trägt, wenn man weiß, wo der Verstand ist, hat der Tag Struktur. Sie sind Jurist, Physiker und Kognitionsforscher. Interessante Variation, interessante Zusammensetzung. Und Ihr Buch heißt ja, wenn man weiß, wo der Verstand ist, also mit der Betonung auf dem Wo, höre ich da so ein bisschen den Physiker heraus, der auf der Suche nach den richtigen Teilchen oder Protonen des Verstandes ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich meine, ich bin tatsächlich jemand auf der Suche vielleicht, ja, auf der Suche nach fundamentalen Naturgesetze, denke über Naturkonstanten eigentlich am liebsten nach. Und ja, da geht man irgendwo den Dingen auf den Grund. Das ist eine Suche nach dem Wo des Verstandes auch irgendwo. Wie ich dazu kam, jetzt eigentlich von dem Thema auch abzuweichen, wenn Sie so wollen, ist, man nimmt natürlich gleichzeitig trotzdem die Umwelt wahr und hört Nachrichten und konsumiert Medien. Und da stellt man doch einige Veränderungen fest, die einen wundern. Ja? Also man sieht, dass manches einfach irrational ist und wirklich nicht mehr mit Verstand zu tun hat. Und das ist ein Punkt, wo ich dann auch ja, das Bedürfnis verspürt habe, mich zu äußern. Ja? Insbesondere, wenn die Irrationalität dann ja, mit Frieden und Krieg zu tun hat. Also ich finde, es wird viel zu selbstverständlich über Krieg geredet, über Konflikte. Und da muss man auch als Physiker, glaube ich, seinen Mund aufmachen an der Stelle. Also in dem Buch hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass Sie schon dem Leser unterstellen, dass er durchaus Verstand hat, aber manchmal so richtig nicht so recht darauf zugreifen kann. Insbesondere wenn es so um die Überflutung mit Nachrichten, auch mit sehr kurzfristigen Nachrichten geht. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Das wollte ich nur kurz eingeworfen haben. Sprechen wir über Ihr Buch. Das setzt sich aus drei Teilen zusammen. Und zwar haben Sie die überschrieben mit Sehen, Denken und Handeln. Und schon im Vorwort wundern Sie sich über den zum Teil ja sehr merkwürdigen Einsatz des Verstandes. Haben wir ja eben schon Ja, angedeutet. ja, ja, ja. Zum Beispiel sprechen Sie in dem Buch den Fall Skripal an, der ja wirklich sehr interessant in Anführungsstrichen verlaufen ist. Da würde mich tatsächlich interessieren, was ist da Ihnen aufgefallen? Wie ist Ihre Einschätzung im Fall Skripal? Und vielleicht können Sie auch über den Fall Skripal hinaus so ein bisschen eine Tendenz aufzeichnen. Ja, ich muss gleich vorausschicken, ich bin da natürlich überhaupt kein Experte im Fall Skripal. Wieso sollte ich das sein? Es ist auch nur einer von ganz, ganz vielen Ereignissen, die jetzt die Medien bewegt haben. Aber es gibt doch ein paar Dinge, die auffallen. Da ist zunächst diese vielleicht ja, Sachebene, Handlungsebene. Wenn man da ein kleines bisschen was liest, sage ich mal, auf dem Blog von dem Craig Murray, dem ehemaligen Botschafter in Usbekistan oder so, dann merkt man, da wird überhaupt keine kohärente Geschichte mehr erzählt. Das ist überhaupt kein Handlungsstrang, der irgendwie von der Zeitachse oder von der Logik her einen Sinn ergibt. Ne? Das ist also schon ziemlich bemerkenswert, dass sowas von offizieller Seite trotzdem propagiert wird. Also da ist ganz klar irgendwo der Verstand beleidigt, wenn Sie so wollen. Aber das ist, finde ich, noch nicht mal das Schlimmste an dem Ganzen. Und da kann jetzt auch jeder mit Berechtigung sagen, das interessiert mich nicht, diese Details will ich auch gar nicht wissen oder so, ist ganz okay. Aber was, glaube ich, jeder sehen kann, ist, das ist ein Kriminalfall zunächst mal. Und in welcher Weise dieser Kriminalfall jetzt durch das Wording, Nervengifteinsatz erster nach dem Zweiten Weltkrieg auf unserem Territorium, so ungefähr, jetzt ist die NATO zuständig, wie dieser Kriminalfall in einen politisch-militärischen Kontext gezogen wurde, ja, also wirklich an den Haaren herbeigezogen wurde, das ist krankes Denken und das ist, glaube ich, exemplarisch, also wie, ja, wie weit weg von der Spur offizielle Verlautbarungen oder auch die Medien im Moment sind, ne? Ja,
Also ich finde erschwerend hinzu, oder wahrscheinlich meinen Sie das auch, aber erschwerend hinzu kommt für mich noch, dass ja die Faktenlage überhaupt keine Rolle gespielt hat, im Grunde genommen. Ja. Also die Geschichte wurde halt mit einem Wording, mit bestimmten Schlagwörtern, gewissermaßen, da wurde Narrativ sich wirklich ausgedacht, wo ich dann auch schon damals gedacht habe, also wenn das jetzt ein Drehbuchautor für den Tatort zum Beispiel einreichen würde, der würde vom Hof gejagt werden, wegen logischer Lücken also komplette Unlogik. Und das erleben wir ja in der anderen Form, auch jetzt gerade wieder bei Venezuela. Ich bin nun wahrlich kein Venezuela-Experte, aber nach dem, was ich in den letzten Wochen so gehört habe, bin ich zum Schluss gekommen, wenn jemand doch viel weniger als ich Venezuela-Experte ist, dann ist das Heiko Maas, der sich aber trotzdem aufgrund einer völlig löchrigen und einseitigen Faktenlage ein Bild gemacht hat und letztlich ja sich aktiv für einen Regime-Change ausgesprochen hat. Und das ohne Not und ohne, dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Ich frage mich immer, wieso gibt es denn keine Konsequenzen? Das ist ja offensichtlich lückenhaft, was da erzählt wird. Ob es jetzt Skripal ist, Venezuela oder auch andere Geschichten. Ja. Also wieder hier erneut, ich bin nicht ein Venezuela-Experte oder so und will auch jetzt das gar nicht alles mitverfolgen, was da alles passiert jeden Tag oder so. Aber wenn man sich historisch jetzt mal in den letzten beiden Jahrzehnten zurücklehnt und sagt, bei welchen Ländern fand denn der Westen, dass jetzt dringend ein Regime-Change notwendig ist aus Menschenrechts- und humanitären und Demokratiegründen, zufällig dort, wo es Öl- und Bodenschätze gibt? Im Nahen Osten, in Libyen, in Syrien, wo Pipelines, also da, wo Pipelines geplant sind, da wo Öl ist, zufällig da geht es immer um Menschenrechte. Und das ist, also ich meine, den Zynismus, dass sich jetzt der amerikanische Außenminister plötzlich um irgendwie hungernde Kinder sorgen würde. Man, auf der Welt verhungert alle 10 Sekunden ein Kind. Ne? Das ist ein Riesenskandal, ja? Schreibt Jean Ziegler in seinem Buch. Dass sich der Außenminister jetzt plötzlich um Venezuela Sorgen macht, ich meine, das ist so ein Blödsinn. Es ist irgendwo eine Beleidigung des Verstandes und das kann auch, denke ich, ein Medienkonsument erkennen, der jetzt nicht die Zeit hat, jedes Detail zu verfolgen, wenn er einfach seinen Verstand ein bisschen gebraucht. Ne? Und daran will ich appellieren. Genau, und da können wir direkt mal rüberspringen zu einem Lösungsansatz, den ich auch in Ihrem Buch gelesen habe. Der passt in diesem Kontext jetzt sehr gut. Zum einen, den Verstand gebrauchen kann eigentlich nie schaden, da sind wir uns ja einig. Sie schreiben aber in Ihrem Buch auch, dass insbesondere der Blick auf eine längere Entwicklung, also eine historische Betrachtung, eine ganz gute Orientierung liefern kann. Jetzt sind wir beide keine Venezuela-Experten, aber Sie haben ja eben schon angedeutet, dass es um Bodenschätze geht. Es ging in anderen Ländern, auch im Irak, glaube ich, ging es auch unter anderem darum, dass zum Beispiel die neoliberale Privatisierungspolitik nicht mitgemacht worden ist. Wenn dann also plötzlich wieder privatisierte Ölfelder verstaatlicht werden sollten, dann plötzlich ging es auch darum, unbedingt die Demokratie in diesen Ländern herzustellen. Und wenn man sich insgesamt einfach mal, so lese ich das in Ihrem Buch, zum Beispiel die amerikanische Geschichte mit den Regime-Changes der letzten 30, 40 Jahre anguckt, dann kann man sich ein viel besseres Gesamtbild machen und kann dann natürlich auch so eine Spontanaufnahme wie jetzt Venezuela ganz anders und viel besser beurteilen. Ja, nö, deswegen, also ich denke manchmal, man hat mehr davon, wenn man jetzt irgendwie ein Buch liest über die Nachkriegsgeschichte, auch wenn die jetzt vielleicht schon vorbei ist oder so. Aber man lernt dabei mehr Muster und Strukturen, als wenn man jetzt irgendwie aktuelle Nachrichten der letzten 6 Wochen konsumiert oder so. Es ist ja auch, man muss sich ja auch vor Auge halten, extrem unwichtig eigentlich die Gegenwart auf lange Sicht, ne? Das ist ja auch sehr viel, was an den Nachrichten kommt, geht einfach vorbei und interessiert auf lange Sicht dann die Menschheit doch wieder nicht. Und das, was in den Geschichtsbüchern steht, das sind vielleicht irgendwie 2, 3 Ereignisse pro Jahrzehnt oder so, die dann wichtig sind und deswegen sich also ich bin auch nicht jemand, der da sich überall da in die Tagespolitik hineinknien will oder so. Da ist es wirklich eine viel klügere Strategie, eigentlich langfristig zu denken, ja. Ja, Tagespolitik ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, denn
Die Tagespolitik wird ja immer schnelllebiger und Sie haben es ja auch schon angedeutet, auch teilweise wirklich befreit von Fakten. Und hinzu kommt natürlich noch erschwerend, dass die sozialen Netzwerke ja auch zu dieser Schnelllebigkeit extrem beitragen. Also wenn der Spiegel Online jetzt 10 Minuten zu spät dran ist und die Süddeutsche war früher dran, dann raufen die sich schon die Haare so ungefähr. Ja, total verändert, ja. Genau. Also früher gab es dann noch die Nacht, wo dann gedruckt wurde und am nächsten Morgen kam die Zeitung auf den Tisch. Aber gut, früher war auch nicht alles besser. Egal. Jedenfalls, in Ihrem Buch schreiben Sie auch, man soll aufpassen auf so Nachrichtenattribute wie Schock, Skandal, das Netz tobt, also skandalisierte Headlines im Grunde genommen, die im Grunde genommen dann eigentlich auch gar keinen tieferen Sinn oder keinen tieferen Wert haben, aber eben ordentlich aufgebauscht werden. Und das erleben wir ja wirklich, man kann ja gar nicht mehr sagen täglich, sondern eigentlich stündlich, schon fast minütlich. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Nö, das fällt einfach auf. Mir ist das mal aufgefallen, wie viele Überschriften es gibt. Empörung, das Netz tobt, Skandal und so weiter. Und irgendjemand regt sich darüber auf, was jemand anders gesagt hat oder so. Das sind eigentlich die Hauptüberschriften. Woher kommt das? Da unterstelle ich jetzt gar keinen bösen Willen, aber das ist eine Entwicklung der Zivilisation, die letztlich von der Technologie abhängt. Da muss man jetzt ein bisschen einen großen Bogen machen, ne? Also, was ist heute was wert? Materielle Dinge werden immer weniger wert oder so, die werden billig produziert. Zeit ist dann der nächste Faktor, der knapp wird, aber der Faktor, der heute knapp ist, ist vor allem, weil Information steht ja auch in beliebiger Menge gratis zur Verfügung. Der Faktor, der heute zählt, ist Aufmerksamkeit, ja. Und jeder ist also gut beraten, sein wertvollstes Gut entsprechend zu schützen und die mentalen Ressourcen dafür aufzuheben, für das, was man im Leben wirklich machen und erreichen will. Und diese Informationsüberflutung, diese Überreizung ist natürlich ein riesiges Thema, denke ich, das eigentlich nicht richtig erkannt wird. Da gibt es ganz wenige Leute, die das zum Thema machen, wie vielleicht der Manfred Spitzer in seinen Büchern. Aber ich denke, wir leben im Moment in einer Ära der Gehirnverschmutzung. Ja? Und deren langfristigen Folge, die sind noch nicht wirklich abzusehen. So wie man vor 50 Jahren vielleicht einfach niemand an Umweltverschmutzung gedacht hat und so, okay, wir produzieren einfach alles, es passt schon. Ne? Und mit der gleichen Sorglosigkeit füllt man heute die Gehirne ab und merkt eigentlich nicht, also erstens nicht, wie sehr sich die Bedingungen verändert haben. Es gibt überhaupt keine Qualitätsstandards, keine Qualitätsmerkmale. Und ich glaube, es ist eine extrem ungesunde Entwicklung. Ne? Der Maßstab ist ja auch nicht, irgendwie bilde ich jemand, bringe ich den weiter, lernt er dabei was, wird er wirklich informiert, sondern der Maßstab ist nur Klickzahlen, Daten abgreifen, einfach die Aufmerksamkeit der Leute aufnehmen. Und das ist ganz, nicht gut für den Verstand auf lange Sicht. Ja. Na, hinzu kommt, das habe ich beobachtet, schon auch bevor ich Ihr Buch gelesen habe, das regt mich regelmäßig auf, wenn ich Nachrichten sehe oder auch, wenn ich im Auto unterwegs bin, dann höre ich eigentlich immer NDR Info eigentlich und da höre ich dann Nachrichten, die werden alle 15 Minuten gesendet und innerhalb dieses Nachrichtenblocks von 5 Minuten, länger dauert der ja nicht, ist natürlich das Wetter und der Verkehr mit drin, was meiner Meinung nach eigentlich gar nicht dazugehören sollte. Und dann ist auch noch, die Börse ist auch noch mit drin. Die haben wir ja in den Nachrichten, im Fernsehen, glaube ich, dann 7:05 geht's dann doch mal extra mit der Börse los oder so. Also ich höre sie nicht, ich kriege sie nicht mit. Okay. Und dann das fand ich auch noch ganz interessant. Und dann Fußballmeldungen. Also denke ich mir dann auch mal, Wahnsinn, wenn jetzt ein Trainer entlassen wird oder, keine Ahnung, irgendwie eine Mannschaft auf- oder absteigt oder so, dann wird 2 bis 3 Minuten von 5 oder von 15 Minuten wird jetzt über diesen Fußball berichtet, wo ich mir denke, das mag eine Nachricht sein, die natürlich für Fußballinteressierte mächtig interessant ist, aber die Nachrichten sollten ja den Anspruch haben, Nachrichten, ich sag mal, für ein breiteres Publikum zu machen und möglichst relevante Nachrichten herauszusuchen. Und bei dieser Relevanz bin ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mehr sicher, ob das noch funktioniert. Also Ja, also wie gesagt, das Kriterium von vorher, das ist nie Relevanz oder Wichtigkeit, sondern das ist einfach nur natürlich auch Publikumsgeschmack. Okay, vielleicht wollen es tatsächlich viele Leute hören oder meinen es zu hören. Vielleicht gibt es da irgendwelche
eine Möglichkeit, sowas mehr auszusortieren, oder man wählt die Nachrichten so aus, dass es den Interessen entspricht. Das wird ja auch gemacht. Aber natürlich ist es schon ein Phänomen, also ein breiteres Phänomen, diese Sportnachrichten, irgendwie so wie Brot und Spiele bei den Römern. Ne? Also das, die Masse wird ja da auch ein bisschen gedopt damit, ne? Ein bisschen vom Denken abgehalten. Ich glaube, da steckt jetzt kein großer Plan dahinter, aber es ist irgendwie ein willkommener Nebeneffekt, dass einfach mal während des Halbfinales von der Weltmeisterschaft, da wird dann mal schnell ein Gesetz in 5 Minuten gemacht, das sonst vielleicht Proteste ausgelöst hätte. Ne? Der Bundeskanzler, der muss bei uns heute in die Mannschaftskabine gehen, so wie in den USA in die Kirche. Ne? Das ist schon erstaunlich, ne? Wie das funktioniert. Und natürlich alles ein Wechselspiel mit den Medien. Ne? Das ist eine unglaubliche Verflachung, also ja. So sehe ich es eigentlich. Ja. Verflachung. Sprechen wir über den Teilabschnitt Ihres Buches Das Imperium schlägt zurück. Das klingt jetzt weniger nach Verflachung als vielmehr nach einer großen These. Da sprechen Sie unter anderem über den Fall Edati. Das war ja 2014, diese Geschichte, dass ihm der Vorwurf der Kinderpornografie gemacht wurde. Ich habe das damals sehr kritisch beobachtet und habe gegen diese Vorverurteilung versucht, im Rahmen meiner kleinen Möglichkeit mit meinem Blog anzuschreiben, habe dann aber irgendwann das tatsächlich auch nicht mehr verfolgt. In Ihrem Buch konnte ich aber nachlesen, dass tatsächlich die Kinderpornografie nie bewiesen wurde. Ist das richtig? Also wie gesagt, ich bin auch kein Experte. Ich habe auch das nur am Rande verfolgt, damals sogar. Es war halt ein Medienereignis, ne? Muss man auch sagen. Und wie bei vielen, vielen Medienereignissen ist erstmal so die große, skandalöse Geschichte, die am Anfang groß gesendet wird, nicht identisch mit den Fakten, die sich nachher herausstellen. Und ich kam dann erst darauf, wie der Volker Pispers hat es in einem seiner Satiren aufgegriffen und auch der Bundesrichter Thomas Fischer, der eine interessante Rechtskolumne immer schreibt, der ist ja Strafrechtler und der sagt, nö, der Fall liegt doch ein bisschen anders und das ist nicht korrekt gelaufen. Und wenn man dann sieht oder auch erfährt, Edati hat als ermittelt im Untersuchungsausschuss, NSU-Untersuchungsausschuss, und dann verhält sich die gleiche Behörde, die da in diesem Untersuchungsausschuss große Probleme hat, verhält sich die gleiche Behörde inkorrekt bei den Ermittlungen gegenüber. Das ist natürlich ja, schon ein bisschen bemerkenswert. Ne? Aber ist klar, dass Sie jetzt der Verschwörungstheoretiker sind, ne? Na, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Da können Sie gar nichts gegen machen. Wie die Leute das benennen wollen, ist mir egal. Ich versuche, einen Verstand zu gebrauchen. Ich sage nur, es ist ein hohes Gut. Erstens, dass man immer hinter die Nachricht auch schaut. Und das sind ja Fakten, die auf dem Tisch liegen. Ne? Dass im BKA sowohl ein Täter in gleicher Weise eigentlich geräuschlos in den Ruhestand verabschiedet wurde. Und zweitens, dass er gar keine Straftat begangen hatte. Ne? Das ist ja unbestritten soweit. Inwieweit da ein Zusammenhang ist, das kann ich nicht beweisen. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass muss man so sagen, das ist ein größeres Thema. Warum ist man da heutzutage misstrauisch? Dieser NSU-Untersuchungsausschuss, der ist ja auch nicht umsonst zustande gekommen, sondern das ist ein ziemlich, ja, wie soll man sagen, ziemlicher Sumpf eigentlich, ohne jetzt wieder auf die ganzen Details einzugehen. Es gibt da ein sehr gutes Buch von dem Thomas Moser. Aber was mich entsetzt eigentlich, ist dieser mangelnde Aufklärungswille. Ja? Und man weiß natürlich nicht positiv, was jetzt gelaufen ist, oder man kann es auch nicht behaupten. Aber was doch offensichtlich ist, dass in diesen Untersuchungsausschüssen, dass da gemauert wird, dass da auf Zeit gespielt wird, dass dann Akten nicht herausgegeben werden, da müssen Leute klagen. Das hat nichts mit Transparenz zu tun und es wirft leider ein sehr ungutes Licht auf den Rechtsstaat. Ne? Ja, das und Edati war damals tatsächlich in dem NSU-Untersuchungsausschuss eine eher unbequeme Natur, oder? Ja. Also wie gesagt, ich weiß es nicht speziell, aber man muss sich vergegenwärtigen, wie viel eigentlich unser Rechtsstaat wert ist. Nicht nur, dass jetzt da wir Rechtsschutz vor Gerichten haben oder so, aber auch für das persönliche Wohlbefinden, dass ich in einem Staat lebe, wo ich sagen kann, ich kann den Behörden, Polizei, Gerichten und so weiter im Prinzip vertrauen. Ja? Und durch solche
durch solche Ereignisse, dass da ja sowas wie die NSU, wo es reihenweise Unklarheiten gibt, in anderen aktuellen Untersuchungsausschüssen zu Anschlägen, ist jetzt auch plötzlich dieses Mauern im Spiel, dass da Zeugen plötzlich sterben, in dem, wie es auch in dem Buch von Herrn Moser beschrieben ist, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr ungute Sache, die, ja, muss man die Frage schon aufwerfen, von wem werden wir da regiert wirklich und welchen Einfluss haben diese kriminellen Elemente bis hin in die staatlichen Organisationen, ja. Ja, unterstrichen wird das, was Sie sagen, ja noch dadurch, dass zum Beispiel jetzt, ich weiß gar nicht alle oder zumindest eine ganze Menge von NSU-Akten, ich glaube, eine Sperrfrist von 200 Jahren auferlegt bekommen haben. Also ja, das ja. ist natürlich das komplette Gegenteil von Transparenz. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Gegenwart rüberspringen, dann erleben wir jetzt die bayerischen Polizeigesetze, die Seehofer ja auch ganz gerne bundesweit eigentlich eingeführt haben möchte, die im Grunde genommen schon fast der Abschied vom Rechtsstaat sind, zumindest Möglichkeiten schaffen, anlasslos im Grunde genommen Dinge zu tun von polizeilicher Seite aus, die vorher so nicht möglich gewesen sind. Das ist natürlich auch unglaublich. Mhm. Und ich hatte noch ein zweites Beispiel, das ist mir jetzt leider entfallen. Von naja, daher. Es gibt ein großes Muster. Also es gibt Polizeigesetze, es gibt auch Gesetze, die Überwachung legalisieren, was früher komplett illegal war, was die NSA gemacht wird, wird jetzt Schritt für Schritt so legalisiert. Das ist alles so ein großes Muster. Ich sag's mal so, da wäre jeder Einzelschritt vielleicht noch gar nicht mal so tragisch oder wenn die Mittel ausgeschöpft würden, aber mit welcher Reibungslosigkeit das halt passiert, dass das in den Medien überhaupt nicht mehr thematisiert wird, infolgedessen auch nicht mehr gar nicht diskutiert wird, keine Proteste gibt. Man hört noch nicht mal von Klagen oder so, ne? Das ist schon eine bedenkliche Entwicklung einfach. Also man muss die elementaren Prinzipien unserer Verfassung, ist, ja, wie das jetzt auch klingt, aber die muss man verteidigen, denke ich, ja. Das Beispiel ist mir jetzt wieder eingefallen. Der still und klammheimlich durchgezogene Entzug der Gemeinnützigkeit von ATTAC zum Beispiel. Die Deutsche Umwelthilfe, gut, das wird jetzt erstmal nicht funktionieren. Bin ich jetzt auch nicht drin, aber gut, dann sage ich Ihnen das einfach mal. Also ATTAC haben Sie vielleicht mitbekommen, ich weiß ja, es nicht. Klar, ja. Da ist die Gemeinnützigkeit entzogen worden und gegen die Deutsche Umwelthilfe, die ja für Tempo 30 plädiert hat und auch Fahrverbote durchgesetzt hat, hieß es dann plötzlich, das sei ein Abmahnverein, der die Gemeinnützigkeit letztendlich sich überhaupt nicht verdient. Und jetzt ist dann eben auch die Frage, ob es vielleicht politische Werkzeuge, Hebel gibt, um dann eben auch der DUH die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Auf der anderen Seite hat Bertelsmann kein Problem mit der Gemeinnützigkeit. Also es wird schon mit zweierlei Maß gemessen, das kann man nicht anders sagen. Ja, also ich zu den Einzelfällen, da bin ich nicht, stecke ich nicht drin. Nur man soll die Karten offenlegen. Ich meine, wenn irgendwas zu kritisieren ist, dann muss man das eben inhaltlich kritisieren oder mit Argumenten. Mhm. Aber nur diese juristischen Instrumente anzuwenden dann und dann mit zweierlei Maß zu messen, wie Sie sagen, das ist nicht okay. Und ich glaube, das Messen mit zweierlei Maß ist wirklich ein großes Problem, was im Moment passiert, ja. Oh ja, oh ja. Ja. Gut, ja. Sprechen wir über Fake News, sprechen wir über YouTube und sprechen wir über Verstöße gegen die Richtlinien. Ist ja sozusagen in der Justiz, unter der Justiz irgendwie so im privatwirtschaftlichen Bereich. So ist es eigentlich, ne? Irgendein Privatunternehmen macht plötzlich seine eigenen Gesetze, die hier in Deutschland gelten. Also was soll das im Grunde, ja? Ja, aber Sie argumentieren ja, dass Sie gegen Lügen und Gerüchte vorgehen wollen. Und das ist doch erstmal eine schöne Sache, oder nicht? Es klingt so, ja. Also da würde ich einfach vehement widersprechen. Ich meine, Lügen und Fake News und so, da gibt es ein ganz einfaches Mittel dagegen, Aufklärung. Ja, man stellt es richtig und dann ist das kein Problem mehr. Ne? Thomas Jefferson hat mal gesagt, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Und es kann niemand wirklich entscheiden, was Lüge und was Wahrheit ist. Also jeder Versuch, sowas zu installieren, ich meine, der erinnert jeden Leser von Orwell an das Wahrheitsministerium. Ja, das ist eine eindeutig totalitäre Denkweise, was wahr ist und was richtig ist, definieren zu wollen und das auch noch zu sanktionieren, wenn dann was nicht mit dieser definierten Wahrheit übereinstimmt. Das ist absurd. Und das ist natürlich auch was,
was dann mich als Wissenschaftler besonders wundert oder sagt, das ist ja wirklich nicht, wie man den Verstand gebrauchen sollte. Ich meine, Wissenschaft ist einfach ein Paradebeispiel davon, dass es die Wahrheit nicht einfach so existiert oder nicht definierbar ist. Und die Leute, obwohl die Leute übrigens sogar ehrlich darum kämpfen, ne? Das ist ja der Witz dabei. Aber nehmen Sie so jemand wie Ignaz Semmelweis, der um die Jahrhundertwende, also Anfang 1900 in Wien auf der Entbindungsstation gearbeitet hat und festgestellt hat, da sterben die Schwangeren nach der Geburt durch die Untersuchungen der Ärzte. Und dann entdeckt hat, okay, wenn sich die Leute die Hände waschen, hört das auf. Ja? So jemand, der wäre heute ein Verschwörungstheoretiker. Der sagt ja, gegen jede etablierte Medizin versucht er da irgendeine Theorie von unsichtbaren Krankheitserregern aufzustellen oder so. Der spinnt ja. Tragischerweise ist Semmelweis sogar im Irrenhaus gelandet danach. Ne? Louis Pasteur hat es dann später bewiesen, dass es tatsächlich diese Krankheitserreger gab. Aber das ist ein ganz normaler Fall, dass ja die akzeptierte Wissenschaft auch mal vollkommen auf dem falschen Weg ist und dann wäre es verheerend, wenn man jetzt irgendwie verbietet oder sanktioniert, da eine Gegenmeinung zu verbreiten. Ja? Oder Sie wollen doch, also ich meine, jeder seriöse Wissenschaftler, der wird auch nichts dagegen haben, wenn jetzt irgendwo ein Mumpitz erzählt wird. Ja? Ich meine, interessiert es einen Kosmologen, ob der Astrologie ob da ein Horoskop in der Zeitung steht, das gefährdet doch nicht seinen Berufsstand, oder? Entschuldigung. Ich denke, nein, nein, ja, nein. So. Also naja, warum Fake News, warum müssen wir Verschwörungstheorien unterbinden? Also ich amüsiere mich an den Satiren. Wie können Sie Satire sauber trennen, irgendwie von Falschnachrichten? Kann man nicht, ne? Ja. So, das ist Unsinn alles, ja. Ja. Na gut, es macht natürlich nicht nur YouTube oder Facebook dann innerhalb ihrer Richtlinien, wie es ja so immer so schön heißt. Es macht ja zum Beispiel auch die Tagesschau mit ihrem Faktenfinder, ne? Und die Tagesschau zeichnet sich nun wahrlich nicht unbedingt damit aus, ja, besonders ausgewogen zu berichten oder unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen und zu Wort kommen zu lassen, sondern sie macht sich letztlich auch in ihrer kleinen Pippi-Langstrumpf-Welt ihr Bild von der Welt, wie es ihr gefällt, und macht dann daraus auch noch einen Faktenfinder. Also das finde ich, das ist dann schon ziemlich dreist. Aber gut, das ja, nur am ja. Rande. Zweiter Teil Ihres Buches, Denken. Da schreiben Sie unter anderem über die Mutter aller Filterblasen. Ich habe das tatsächlich jetzt, ich habe das Buch natürlich gelesen, aber ich habe jetzt die Mutter aller Filterblasen gar nicht mehr präsent. Also erklären Sie mir das doch bitte mal. Was meinen Sie damit? Ja, also das ist die sogenannte Bestätigungsillusion. Es ist ein Konzept, das der Nobelpreisträger Daniel Kahneman in seinem Buch Schnelles Denken, langsames Denken auch entwickelt hat. Der untersucht viele interessante kognitive Täuschungen und wir tendieren dazu, und das muss man jetzt auch mal so sagen, jeder, ja, muss sich da bei der Nase nehmen, also nicht nur jetzt irgendwie die bösen Medien, die so oder so gestrickt sind, sondern jeder sucht Information danach aus und bewertet sie, ob sie mit seinen bisherigen Vorstellungen kompatibel sind. Ganz einfach, weil wir nicht gerne schizophren sind. Wir wollen keine zwei Überzeugungen in unserem Gehirn dulden, obwohl es manchmal sogar richtig wäre, wenn man die Wahrheit nicht kennt. Ne? Aber wir suchen automatisch immer nach Bestätigung, ja, für unsere Thesen. Das ist ein elementares Bedürfnis der Konstanz des Ich eigentlich. Ja? Also diese Bestätigung des Ichs, ja, das gibt es beim Individuum und das gibt es natürlich auch in Gruppen. Und das sieht man jetzt ganz stark auch in Wissenschaft, in der Wissenschaftsgeschichte. Ja, da haben sie ein Modell und dann gibt es Beobachtungen, die zu dem Modell passen. Dann versucht man zu sagen, okay, schön, es bestätigt das Modell. Und dann gibt es Beobachtungen, die passen gar nicht zum Modell. Und dann sagt man, oh, ja, vielleicht ist es doch ein Messfehler. Ja. Oder wenn es sich gar nicht mehr vermeiden lässt, dann baut man es ein ins Modell, ja, und wird Teil des Modells. Aber man versucht irgendwie sein Weltbild zu retten. Und das ist ja was im Mittelalter passiert ist, wie die Leute gesagt haben, okay, die Erde ist offensichtlich das Zentrum der Welt, alles dreht sich um die Erde. Und dann, wenn man festgestellt hat, das stimmt was nicht so genau, da ist ein Planet, der geht manchmal rückwärts, dann hat man Anbauten gemacht, ja, und irgendwie Flickwerk an das Modell dran gebaut, um das Weltbild zu erhalten. Und dieser Mechanismus, der ist bis heute in den Wissenschaften eigentlich enthalten. Also wenn es jetzt auf
auf moderne Theorien wie in der Kosmologie, das Standardmodell oder auch in der Teilchenphysik gehen, sehen Sie da auch so eine Komplizierung? Da wird immer wieder was angebaut oder so, ohne dass jemand mal nachdenkt und sagt, vielleicht ist das ganze Gebäude doch nicht mehr ganz gesund, ne? Aber vielleicht kann man das noch sagen, aber dieser Blick auf die Wissenschaft erleichtert dann auch ein bisschen zu sagen, okay, das ist natürlich, sind wir so gestrickt, dass wir Menschen das gerne machen, aber es ist nicht automatisch jetzt eine böse lenkende Hand im Hintergrund, die da die Fäden zieht oder so, ne? Das ist einfach Gruppenpsychologie. Ja, wir reihen uns da gerne ein, wo die anderen sind. Ja. Gut, aber das merken Sie ja in Ihrem Buch auch immer mal wieder an. Das macht die Wissenschaft ja tatsächlich auch, ne? Also abweichende Meinung. Mal anders gefragt, sowas wie Einsteins Relativitätstheorie, hätte das heute überhaupt noch eine Chance? Ja, also wenn Sie zurückgehen, da gibt es viele Dinge, die ja nicht möglich sind in einer Umgebung, die so verfahren ist, in einem Modell oder so. Also heute wird man wahrscheinlich zum Einstein sagen, ja, wer ist denn das? Das ist ja irgendjemand am Patentamt, der hat ja keine Ahnung, ne? Oder also speziell in dem Fall hat jetzt Einstein Glück, der Max Planck, der ein sehr offener Wissenschaftler war, hat gesagt, ich will, dass diese Arbeit über die Elektrodynamik der bewegten Körper 1905, dass die publiziert wird. Ne? Wenn Planck gesagt hätte, nö, wer ist das, kenne ich nicht, wäre die Geschichte vielleicht anders gelaufen. Also okay, das lag schon ein bisschen in der Luft, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber ganz generell ist das ein großes Problem, das auch viele Leute sehen, dass wirklich ja, epochemachende Ideen oder ganz grundlegenden, dass die heute keine Chance hätten, weil sie nicht nur ein bisschen kritisch sind jetzt und an dem Modell kratzen, sondern wirklich mal was zum Einsturz bringen würden. Ja? Ja. Und das wird einfach nicht toleriert, weil es zu furchtbar ist, das ganze Forschungsgebäude seit 30 Jahren einstürzen zu lassen. Da sagt man dann lieber, nö, das geht gar nicht. Und trotzdem stürzen natürlich diese Gebäude dann manchmal ein nach so langer Zeit. Ne? Da gibt es auch Beispiele in der Wissenschaftsgeschichte. Ja, aber ich wollte gerade darauf hinaus, also ich wollte eigentlich fragen, ich könnte mir schon vorstellen, dass es im Grunde genommen heute nicht unbedingt weniger Einsteins gibt als früher, aber vielleicht weniger Plancks, die sie dann auch wirklich fördern. Ja, das ist jetzt ist auch ein großes Thema, über das ich Ja, können wir ja gut kurz streifen nachgedacht habe. vielleicht. Also was vielleicht ein Punkt, den man dazu sagen kann, ist natürlich die enorme Spezialisierung. Einstein war Experte oder zumindest er hat durchgeblickt eigentlich in allen wesentlichen Gebieten der Physik, sei das Gravitation, sei das Elektrodynamik, sei das Thermodynamik. Er hat zu allen Gebieten auch Beiträge geleistet. Heute hat ein Neutrino-Physiker keine Chance, aus eigenem Wissen und Expertise zu beurteilen, was jetzt der Kollege über Quasare sagt. Oder Stichwort Fachidiotie. ja, oder ist der sich mit Kosmologie und Galaxiendynamik bewegt, hat keine Chance zu beurteilen, ob jetzt irgendwie da eine Teilchenentdeckung korrekt gemacht wird. Also die müssen sich einfach gegenseitig glauben und muss man so sagen, plappern dann halt meistens auch gegenseitig nach. Ne? Das ist eine Zersplitterung des Wissens, die, wenn man die Frage stellt, warum gibt es da keine Einsteins oder so, gibt es wirklich keine Einsteins? Es sind ja 7 Milliarden Menschen und bessere Ausbildung und bessere Möglichkeiten, warum eigentlich nicht? Ja? Oder liegt es tatsächlich daran, dass keiner mehr heute sich einen entsprechenden Überblick verschaffen kann, weil es zu kompliziert geworden ist, zu fragmentiert, dieses Grundlagenwissen. Ja. Okay, lassen wir so stehen, vielleicht auch als Denkanregung. Wir kommen auch auf die Wissenschaft nochmal zurück, wollen jetzt aber nochmal kurz zurück auf Ihr Buch, beziehungsweise wir sprechen ja die ganze Zeit über Ihr Buch, ist ja klar. Ja, es ging mir schon auch darum, natürlich ein paar so kleine Parallelen herauszuarbeiten, weil das einfach die gleichen Muster sind, ne? Gerade was so Gruppendenken betrifft. Gerade was diese kollektiven Meinungen betrifft, auch was so ein bisschen Gehabe manchmal betrifft, auch da muss man leider sagen, ist die Wissenschaft auch in Gefahr durch Einsparung, Fördermittel, Einwerben oder so, ist die Wissenschaft auch in der Gefahr, dass sie so, naja, halt irgendwas Plakatives in die Medien bringt, wo dann manchmal nicht so viel Substanz dabei ist, ne?
Ja, ich finde es auch gut, dass wir Wissenschaft über Wissenschaft sprechen, auch durchaus Kritik üben, weil das auch die Bandbreite Ihres Buches ganz gut deutlich macht. Sie sprechen zum Beispiel auch von dem großen Problem der prekären Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft, ja. Was natürlich alles andere als jetzt Sicherheit für einen Wissenschaftler schafft, der sagt, okay, ich kann mich hier auf mein Selbstexpertenthema, selbst wenn es jetzt nicht so breit gestreut ist, ich kann mich auf mein spezialisiertes Thema konzentrieren und kann da vielleicht auch unbequeme Entdeckungen oder Versuche durchführen. Das kann ich eigentlich schon gar nicht mehr machen, weil dann vielleicht in einem halben Jahr der Arbeitsvertrag nicht mehr verlängert wird. Ist es tatsächlich auch in der Wissenschaft so? Ja, aber natürlich, weil ich meine, wenn Sie jetzt irgendwo arbeiten als Doktorand, und es geht ja, ich meine, das sind ja, bis die Leute mal einen sicheren Arbeitsplatz haben, da sind sie ja über 40 so ungefähr, ne, bis sie mal eine Professur haben. Wenn Sie in Forschungsprojekten mal jetzt irgendwie als Teilchenphysiker zweifeln würden, ob es da so irgend so ein Teilchen, so ein Boson tatsächlich existiert oder ein Quarks existieren, oder wenn Sie in der Kosmologie arbeiten und würden mal die Frage stellen, brauchen wir die dunkle Energie überhaupt, dann können Sie vergessen, dass Sie da weiter Karriere machen. Ne? Und das ist schon sehr ähnlich mit den prekären Arbeitsverhältnissen. Auch, denke ich, wie im Journalismus auch, spielt es eine große Rolle. Und da gibt es eben die Parallele, wenn Sie mit älteren Leuten reden, also mit pensionierten Wissenschaftlern, die jetzt ihre Karriere hinter sich haben, auch tolle Karrieren mal hinter sich haben, die reden dann wirklich Klartext. Die zweifeln dann auch mal wirklich. Die sagen dann eigentlich wirklich, ja, dunkle Energie, dunkle Materie, das ist halt eine Erfindung, weil einem nichts Besseres eingefallen ist. Aber glauben tue ich daran nicht. Ne? Mhm. Aber das hören sie von niemand, der jetzt da in Amt und Würden ist, sondern das hören sie von jemand wie Mike Disney, jetzt ist ein toller Astronom oder so. Aber die sind dann 70 und haben keine Einflussmöglichkeiten mehr, die verteilen auch keine Mittel mehr, dann können sie sich diese Meinung leisten. Sie haben auch nichts mehr zu verlieren im Prinzip. Ne? Ja, nö. Aber auf die muss man eigentlich hören. Das denke ich auch. Also hört man diesen Leuten zu oder hört man auch diesen, jetzt wieder schwenkt zur Politik, hören wir Leuten zu, die wirklich mal in der Verantwortung drin waren. Die wissen doch eigentlich, wie es losgeht. Ja? Mhm. Also ich höre mir den Ray McGovern an, der in den 80er Jahren den Präsidenten gebrieft hat. Ich meine, der war der informierteste Mensch der Welt damals. Ja, dem höre ich doch zu, was der heute sagt. Es läuft, ja. Oder da können Sie jetzt verschiedene Politiker nehmen von allen Parteienspektrum. Ja, also ich sage, manchmal ist nur wichtig, dass sie jetzt nicht mehr im Amt sind und einfach Klartext reden können. Ja, das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch häufiger aufgefallen. Ich hab hin und wieder, das mache ich inzwischen nicht mehr, aber ich habe hin und wieder mal so Talkshows auseinandergenommen, habe mir dann so Schnipsel rausgesucht und habe dann da so kleine Podcasts draus gemacht. Und gezwungenermaßen habe ich da natürlich dann relativ viele Talkshows gesehen. Irgendwann habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Es gab dann auch Schmerz. Das ist anstrengend. Und, ja, es ist sehr anstrengend. Aber tatsächlich, da fiel dann auch auf, dass, keine Ahnung, ob es jetzt ein Edmund Stoiber war, der mich zu einem Thema, ich weiß nicht mehr welches, komplett überrascht hatte, der ja nun auch nicht mehr in Amt und Würden ist. Und auch andere Politiker, Politikerinnen, die halt tatsächlich, ja, wie Sie schon sagen, keine Verantwortung mehr tragen, im Grunde genommen auch kein Blatt mehr vor den Mund nehmen müssen, die bringen dann die Fakten tatsächlich noch am besten auf den Tisch. Und man sitzt da und staunt und denkt so, was, der ist von der FDP oder der ist von der CDU, das passt ja überhaupt nicht zum offiziellen Auftritt der Partei. Ja. Und genau das ist wahrscheinlich der eigentliche Punkt. Das passt ganz bewusst nicht, weil die offizielle Parteilinie nun mal die ist, die ja sowieso eingenordet ist. Wirtschaft, da können Sie Industrie. Stoiber nehmen, da können Sie Gerhard Schröder nehmen, da können Sie Hans-Dietrich Genscher nehmen, ich glaube Antje Vollmer nehmen oder wen auch immer oder so. Aber ja, Joschka Fischer, der fällt mir noch als Gegenbeispiel ein. Der ist unbelehrbar. Und vor allem ein Punkt, glaube ich, wo die verantwortungsvoller sprechen, ist genau, wenn es um Krieg und Frieden geht und um Kriegshetze geht, das sind die nicht so verrückt wie die jetzigen, die wo man manchmal hört. Also wenn man, ich meine, das, man fragt sich auch, werden die Leute irgendwie Gehirn gewaschen durch ihre Position? Ich meine, da gab's zum Beispiel den Herrn Stoltenberg, der jetzt NATO-Generalsekretär ist. Ich meine, der galt zumindest als irgendwie vernünftiger Politiker, skandinavischer Ministerpräsident oder so. Ich meine, wenn man dem halt zuhört oder so, NATO erweitern, aufrüsten, also das ist verrückt, ja. Ja gut, aber der ist ja sowieso nur Generalsekretär, ne? Also der hat im Grunde genommen innerhalb der NATO sowieso nicht viel zu melden und muss dann wahrscheinlich auch gute Miene zum bösen Spiel machen, ohne ihn jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Aber also die Hierarchien sind da schon sehr deutlich aufgebaut. Gut, wollen wir nochmal über Werte sprechen?
Denn darüber schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Und da sind Sie ganz überrascht, dass die so als, also die, die wir heute so für uns als Werte formuliert haben, dass die so als allgegenwärtig und endgültig ausgemacht werden. So nach dem Motto, was wir richtig finden, das müssen alle richtig finden. Und das gilt auch für immer. Und in dem Zusammenhang bin ich auf einen wirklich für mein Empfinden tollen Satz gestoßen in Ihrem Buch. Und da schreiben Sie, und das macht das Ganze für mich wirklich sehr schön deutlich, Kannibalismus etwa war in der Frühgeschichte selbstverständlich. Es wäre ja Verschwendung und pure Grausamkeit, den getöteten Feind nicht wenigstens zu essen. Finde ich einen sehr schönen Satz, der auch sehr schön rüberbringt, dass die Moralvorstellungen und die Werte von Menschen sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte auch immer wieder ändern. Aber heute hat man das Gefühl, das, was heute als Wert festgelegt ist, das ist in Stein gemeißelt und das ist unveränderbar und das muss gefälligst für die ganze Welt gelten. Interpretiere ich das richtig, so wie Sie es geschrieben haben? Ja, also ich meine, mir ist der Satz auch irgendwo im Gedächtnis geblieben, weil ich ihn irgendwo amüsant fand oder so. Ja, ich auch. Der ist natürlich jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, aber ja, also man könnte natürlich zynisch sagen oder so, wenn die Kriegsherren von heute oder im letzten Jahrhundert wirklich die Leute alle aufessen müssten, dann hätte es nicht diese grausamen Kriege gegeben. Ne? Also, aber wirklich nur die generelle Überlegung dabei ist, dass die, was wir so als in Stein gemeißelte Werte empfinden, dass das wirklich natürlich sehr zeit- und kontextabhängig ist. Es kommt, ich bin da auch vielleicht ein bisschen beeinflusst von dieser Lektüre des Anthropologen Yuval Harari. Oh ja. Der hat ja das Homo Deus geschrieben und beziehungsweise Homo Sapiens vorher das Buch. Das fand ich schon sehr, sehr aufschlussreich und ja, mit einem weiten Blick über die Geschichte geschrieben. Und das verdeutlicht eben, dass viele Sachen, die wir als objektiv ansehen, doch ja menschliche Gedankenkonstruktionen sind, so intersubjektive Vereinbarungen, an die wir uns halten, die natürlich sinnvoll auch sind in einer gewissen Zeit, aber nicht diesen ja, Objektivitätsanspruch über Jahrhunderte oder Jahrtausende gar haben, wie man vielleicht denkt, ne? Und da ist einfach gut oder, glaube ich, immer hilfreich, wenn man auf die Geschichte blickt und schaut, wie ging es zu anderen Zeiten zu. Also die Bücher von Harari, 2 habe ich auch gelesen. Das erste habe ich noch nicht gelesen, das werde ich mir aber auch noch antun. Da geht es ja tatsächlich um die Menschheitsentstehung. Das ist mir auch sehr empfohlen worden. Zwei andere von ihm habe ich gelesen, Homo Deus und die 21 Fragen auf das 21. Jahrhundert, so sinngemäß. Vielleicht nochmal an die Zuhörer, raus in die weite Welt. Also unbedingt die Bücher von Harari lesen. Also wirklich ganz, ganz großartig und sehr, sehr erhellend und bringt einen weiter auf jeden Fall. Gut, kommen wir mal zur Schweigespirale. Was meinen Sie mit der Schweigespirale? Ja, Schweigespirale, was kann man da sagen? Also immer wenn eine laute moralische Mehrheit schreit und die anderen fühlen sich nicht so richtig was dagegen zu sagen. Ich mach mal ein blödes Beispiel oder so, ja. Wenn jetzt heute irgendeine Initiative möglichst noch mit 2 ärztlichen Gutachtern daherkommen würde und sagen, es ist sehr, sehr gesundheitsgefährdend, dass die Menschen jetzt Nasenpopel auf die Straße werfen oder so. Ja? Okay. Dann würde man das dringend verbieten und wie asozial dieses Verhalten ist oder so. Und dann, ich glaube, ganz egal, wie jetzt die wissenschaftliche Frage zu beantworten ist, es würde sich niemand hinstellen und sagen, vielleicht ist es gar nicht so oder so. Ich popel auch manchmal in der Nase, allein um das zu vermeiden. Also sagen, was? Ja, Sie sind ja wohl auch ein Nasenpopler, so ungefähr. Also das sind so Debatten, die hängen schief, weil sich eine Seite auf moralische, ethische Argumente beruft erstmal und damit jede Sachdiskussion eigentlich erledigt wird. Ja. Und im Extremfall kommt es dazu, dass sich sowas auch gesellschaftlich irgendwann mal durchsetzt dann, ja, weil einfach nicht genügend Widerstand da ist. Wir haben vorhin schon mal über Verschwörungstheorien, beziehungsweise ich habe Sie dann mal ganz kurz Verschwörungstheoretiker genannt, dagegen haben Sie sich ja vehement gewehrt. Es ist ein dämlicher Begriff. Also nicht, dass Sie haben es ja nur aufgegriffen, ne? Aber das ist ein Begriff, der wird halt zur Diffamierung gebraucht, wenn man eigentlich auf die Sachargumente nicht mehr eingehen will. Ne? Die
auch wieder wissenschaftlich, ne, wenn man in die Wissenschaft schaut, einfach mich interessiert, was wahr ist, und dann stelle ich natürlich alle Fragen. Dann ist nicht der Verschwörungstheoretiker schlecht, sondern es ist der schlecht, der jetzt verbietet, Fragen zu stellen. Oder es ist doch ganz natürlich, dass man verschiedene Hypothesen mal durchdenkt und sagt, was ist die Evidenz dafür, was ist die Evidenz dafür und dafür. Ja, das ist ein ganz normaler Fall, und das macht man in der Wissenschaft so, das muss man in der Kriminalistik so machen, und das kann man in der Politik, soll man das auch so machen. Ja? Naja, ich meine, Kriminalistik ist ein schönes Beispiel. Also Kriminalbeamte machen ja nichts anderes, als Verschwörungstheorien zu entwickeln. Und in den USA zum Beispiel gibt es ja sogar offiziell den Anklagepunkt Verschwörung. Also es ist ja nichts, was es nicht gäbe oder so. Es ist tatsächlich ein Begriff, der mittlerweile schlicht und ergreifend missbraucht wird als Totschlagargument. Denn was Sie sagen, ist ja richtig. Der Daniele Ganser, der hat das ja auch gemacht, der hat ja Fragen zu 9-11 gestellt zum Beispiel. Mhm. Und mit dem habe ich ja auch mal gesprochen, und ich habe auch seine Bücher gelesen und Videos, Vorträge gesehen und so weiter. Und im Wesentlichen macht er ja tatsächlich nichts anderes, als Fragen zu stellen. Ja. Er zeigt ja nur auf, okay, es gibt da Ungereimtheiten, und die wundern mich einfach, und die erzähle ich euch jetzt, und wenn ihr das teilt, dann könnt ihr euch auch wundern, und dann könnt ihr auch Fragen stellen. Und ein Mensch, der so handelt, der handelt ja im Grunde genommen, da sind Sie wahrscheinlich bei mir, eigentlich höchst wissenschaftlich. Wissenschaft muss Fragen stellen. Wenn dann die Antwort aber lautet, hör auf, Fragen zu stellen, Verschwörungstheoretiker, dann ist die Debatte natürlich erledigt. Und ich habe eben angedeutet, ich habe ja nun diverse Talkshows gesehen mit meinem Podcast-Format. Und es gab wirklich ausreichende, ganze Menge davon, wo wirklich dann zu bestimmten, auch der Michael Lüders war mal bei Anne Will zu Besuch, und ratzfatz war der Mann auch in die verschwörungstheoretische Ecke abgestellt worden. Ja. Und das tötet natürlich auch jede Diskussion ab, so dass es dann ja vielleicht zu einer Schweigespirale in der Folge kommt oder so. Naja, es ist ein diffamierender Begriff, der eigentlich letztlich dann natürlich über den mehr aussagt, der ihn gebraucht. Ne? Das ist pure Polemik. Und eigentlich, ich habe mal so halb scherzhaft den Vorschlag gemacht, wollen wir doch auf diesen polemischen Angriff ein bisschen reagieren und das wieder in eine sachliche Balance bringen. Ja, wenn er sagt Verschwörungstheoretiker, dann sage ich Regierungstrottel. Du glaubst alles, was Regierungssprecher erzählen, ist die reine Wahrheit. Ja, und die einen glauben, die Verschwörungstheoretiker, dass die Welt ganz schwarz ist, ne, und überall Verschwörungen sind, und die Regierungstrottel glauben, dass sie völlig weiß ist, ne, und real ist, aber die Welt hat die Grautöne, ne, und da gibt es nicht immer die eindeutige Wahrheit, und die muss man einfach mit verschiedenen Hypothesen auch sachlich diskutieren und vor allem offen. Also ich meine, das Hauptargument ist ja eigentlich immer, dass man was gar nicht mehr untersuchen muss. Ja, natürlich muss man was untersuchen. Ja, und ich brauche eigentlich offenen Zugang, offene Daten. Nur so kann man letztlich der historischen Wahrheit auf die Spur kommen. Ja. Ja, ich finde übrigens, das, was Sie, was sagten Sie, Regierungstrottel, glaube ich, ne? Ja, das habe ich ganz ernst gemeint, natürlich. Nee, doch, finde ich schon. Warten Sie. Nur um mal zu verdeutlichen, auf welchem Niveau sich eigentlich der Anwurf befindet, ne? Also, ja, aber ich finde das gut. Ich finde das gut, weil ich denke, bevor man tatsächlich auf eine vernünftige Ebene kommen kann, finde ich's, ich habe mal einen Artikel geschrieben, macht's Maul auf, Linkspopulisten. Also ich bin der Meinung, dass wir viel zu wenig populistisch sind, wir kritisch denkenden Menschen, und denke tatsächlich, dass man auf so eine Polemik, Verschwörungstheoretiker, durchaus mit der Polemik, Regierungstrottel, erstmal reagieren kann. Wenn sich dann irgendwann alle ausgetobt haben und festgestellt haben, es ist ja eigentlich Schwachsinn, was wir hier machen, dann kann man ja vielleicht immer noch auf eine sachliche Ebene kommen. Aber das ist natürlich jetzt sehr verklärt. Es wäre schön, wenn das ginge. Aber meine Botschaft ist halt ein bisschen mehr Polemik auch von unserer Seite aus. Also ich finde, davon gibt es viel zu wenig. Ja, also ich meine, der Georg Schramm sagt ja, den zitiert, glaube ich, den Papst Gregor oder so. Wie heißt es? Der Verstand kann dem Bösen mit größerer Wucht sich entgegenstellen, wenn der Zorn ihm hilfreich zur Seite steht oder so. Ne? Ja, also das trifft es gut, ja. Darf man auch mal was, glaube ich, pointiert sagen oder so, oder auch mal einfach wirklich unverblümt sagen oder so. Ne? Ja, die Anstalt hat nur deswegen solchen Erfolg, weil sie das tut. Ja, eben, ja, aber umgekehrt, aber auch, sage ich mal, mit einer Prise Entspanntheit und Humor. Umgekehrt, ich glaube, was nicht gut ist und wo jetzt die öffentliche Debatte sehr darunter leidet, ist dieses wirklich dieses Dauerstreiten, dieses Emotionalisieren und dieses Spalten eigentlich. Ja, bei jedem
Thema gibt es sofort zwei Lager, die sich beharken und da gibt es keinen Mittelweg mehr. Ne? Also entweder man wird von dem einen Lager gezogen oder von dem anderen und die anderen sind grundsätzlich nur die Bösen und oder die Dummen oder sonst was. Ne? Und da braucht man einfach ein bisschen mehr Sachlichkeit vor allem wieder. Ne? Dafür gibt es so viele wichtige Probleme eigentlich, die man sachlich angehen müsste. Ja, also das, was Sie jetzt beschreiben mit den zwei Lagern, meistens sind es ja dann eher 3, 7, 19 oder irgendwie sowas, also ein Thema hat ja unglaublich viele Lager dann zur Folge. Das erschwert ja auch das Demonstrieren, da wollte ich eigentlich jetzt noch gar nicht drauf kommen, aber da machen wir einfach mal den Schritt. Mhm. Demonstrationen sind im Grunde genommen tatsächlich häufig immer schwieriger, weil es dann heißt, ja, da laufen AfD-Leute mit und da haben wir noch irgendwelche von für den Identitären gesehen und die Linken und dann die ganz Linken und dann die Rechts, die daneben stehen und die dürfen alle gar nicht zusammengehen, sodass im Grunde genommen eine Demo schon eigentlich deswegen nicht stattfinden kann, weil sowieso die falschen Leute mitlaufen. Also dann kann ich auch nicht mehr einkaufen gehen, weil vielleicht im Supermarkt irgendwann mal eine AfD da eingekauft hat oder so. Das finde ich problematisch. Auf der anderen Seite beschreiben Sie in Ihrem Buch die Demonstration an sich durchaus auch kritisch. Für mich gehören Demonstrationen tatsächlich auch zum Handeln. Ich denke an die Friedensbewegung, damals noch gegen Pershing 2 und Cruise Missiles, dann die Demos auch gegen TTIP, die ja zum Beispiel auch unter diesem Stern standen. Ja, da laufen ganz viele schräge Leute miteinander, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben sollten. Trotzdem sind, keine Ahnung, 250, 300.000 Leute auf die Straße gegangen. Oder jetzt die Schülerdemos aktuell gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Trotzdem stehen Sie Demonstrationen grundsätzlich mit einer gewissen Skepsis gegenüber, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, also zunächst mal natürlich ist das Demonstrationsrecht ein wichtiges Grundrecht. Ne? Das braucht ein Rechtsstaat. Historisch betrachtet muss man natürlich auch fragen, was ist die Evidenz, wo hat sich es positiv ausgewirkt, wo hat sich es nicht positiv ausgewirkt. Ne? Hm. Es gibt Beispiele, da haben Demonstrationen was positiv bewirkt, vielleicht Leipzig 1989, ne? So ein marodes Regime dann zum Kippen gebracht oder so. Oder wie Sie sagen, also eine wirklich akute Kriegsgefahr, ja, wo jetzt eine Regierung komplett gerade durchdreht oder so, wäre für mich auch ein Grund. Sagen, ja, dann müssen die Leute auf die Straße gehen, ja. Oder Generalstreik oder Demonstration. Aber umgekehrt ist natürlich je nach Thema die Demonstration auch mehr oder weniger effizient. Und das klingt vielleicht bitter oder so, aber man ist als Bürger manchmal in der Lage, wo man eben nicht viel Vernünftiges tun kann. Und dann entstehen so Ohnmachtsgefühle, ich kann nichts tun, ich mache irgendwas, ich gehe auf die Straße oder so. Ja. Aber am Ende des Tages muss man wirklich sagen, was hat es für Auswirkungen? Und da gibt es schon, glaube ich, ein paar wichtige Vorbehalte, die das nicht einfach machen. Einerseits ist natürlich auch immer es gibt immer Gewalt, manchmal ist die auch natürlich von Provokateuren dann bewusst eingeschleust, um die Demonstration zu diskreditieren, aber auch das ist, finde ich, ein Aspekt und es gibt zwei ganz große Gegenspieler, glaube ich, des Verstandes, die bei Demonstrationen eine Rolle spielen. Erstens ist es dieses Fokussierung auf die Gegenwart. Mein Thema ist gerade das Wichtigste und alle anderen sind unwichtig, aber es gibt viele wichtige, schwierige Probleme auf der Welt. Das aus den Augen verlieren. Und das andere, glaube ich, was besonders gefährlich ist, Verstand, ist die Massenpsychologie. Ja. Also ich bin ganz persönlich jemand, für mich sind große Menschenmassen, insbesondere wenn sie dann irgendwie einer Meinung sind oder so, das hat immer was Gruseliges, ohne das jetzt irgendwie mit modernen Sachen in Verbindung zu bringen. Aber ich meine, was ich eine der deprimierendsten Szenen finde, ist dieses Geschrei 1943 im Berliner Sportpalast, wollt ihr den totalen Krieg? Und dann sagt die Masse, ja! Ja? Das ist gruselig. Und die allein die Tatsache, dass man sich in einer großen Menschenmasse befindet oder so, das macht was mit dem Verstand und Gehirn, was nicht wirklich vernünftig ist oder so. Ja. Mhm. Also das einfach als gewissen Vorbehalt und vielleicht das Positivausblick, es ist ja auch nicht das einzige Mittel, wie man jetzt sich vernünftig verhalten kann. Ne? Also Demonstrationen sind jetzt ein Teil, an das man denken kann, aber es gibt noch andere Dinge, wie man handeln kann und durch Überzeugung, durch Geduld, durch offenes Ansprechen oder so,
sind auch schon viele positive Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte erfolgt oder so. Ja? Naja, wobei. Die Sowjetunion, die wurde nicht aufgelöst durch Demonstrationen, sondern durch Gorbatschow, muss man mal so sagen. Ne? Es wurde halt irgendwann, kam ein schlauer und fähiger Mann einfach mal an die richtige Position, der die entsprechenden Einsichten hatte, der gebildet war, der im System große Fähigkeiten erreicht hatte trotzdem. Ne? Der allerdings ja auch auf Entwicklungen vorher reagiert hat. Naja, da kann man jetzt streiten oder so, aber ich denke schon, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit mal an der entscheidenden Stelle sitzen. Das kann oft ganz, ganz wesentliche Sachen in der Geschichte auslösen. Denken Sie an Edward Snowden, der hat ja doch auch trotz allem was bewirkt oder so. Ne? Das war halt jemand, der war intelligent, fähig, mutig und zur rechten Zeit am rechten Ort. Ne? Ja, ich bin da weniger optimistisch, aber das ist jetzt vielleicht eine andere Baustelle. Also, weil ich denke, Snowden hat letztlich natürlich eine gewisse Öffentlichkeit bekommen, keine Frage. Aber es hat sich ja an der Politik, die er kritisiert hat, an der Abhörpraxis, an der Überwachung, hat sich ja nichts geändert. Es sei denn, mir ist irgendwas entgangen. Also wüsste ich jetzt nicht. Da haben Sie natürlich recht. So gesehen, ja, ganz abgesehen davon, dass es nicht viele Demonstrationen gegeben hat, merkwürdigerweise gegen Abhörpraxis, aber ja. Die haben natürlich erst recht nichts bewirkt. Ja, das war peinlich, weil die Leute auch auf Facebook sind wahrscheinlich. Naja, aber ich meine, man kann, denke ich, im Moment nur abwarten. Vielleicht kommt mal irgendwann, man kann es nicht ausschließen, es sieht auch nicht so aus, dass es wirklich bald passiert oder so. Ich bin da auch nicht optimistisch. Aber man kann, denke ich, nur darauf warten, dass mal ein vernünftiger, kluger, geschickter Entscheidungsträger an der richtigen Stelle die richtigen Weichen stellt oder so. Ja? Natürlich ist das beängstigend, wie es auf der Welt im Moment zugeht. Ja? Vielleicht nochmal zum Vergleich. Wollt ihr den totalen Krieg und dann Demos? Also, das wollte ich jetzt nicht so hindrehen. Ich sag nur, dieses Feeling, einfach mit dabei zu sein. Oder fast hätte ich am liebsten gesagt, eigentlich soll doch jeder individuell entscheiden, ob er zur Demo geht oder nicht, finde ich auch so. Nur, ich glaube, Tatsache ist, dass gerade die Entscheidung, gehe ich auf eine Demo oder nicht, die ist sehr selten individuell, sondern da gucke ich eher nach rechts und nach links, wer mitgeht, und dann entscheide ich mich. Und das, ja. Also für mich persönlich ist das nicht so meins. Oder ich würde es, glaube ich, wirklich nur im Extremfall dann tun. Ja, ich wollte aber auf was anderes hinaus, denn ich fand den Vergleich, den Sie gewählt haben, sogar sehr gut. Denn er beweist letztlich, dass wir da auch von unterschiedlichen Dingen sprechen. Also diese wollt ihr den totalen Krieg-Nummer, das ist weniger eine Demonstration gewesen, als erstmal eine Konstruktion einer bestimmten Situation, um dann die Massen manipulieren zu können. Aber die Schülerdemos zum Beispiel, die sind ja, wenn man jetzt mal von Greta Thunberg vielleicht absieht, die jetzt welche Rolle auch immer dabei gespielt hat. Die Schülerdemos sind im Prinzip aus so einer Gruppendynamik entstanden, ohne dass es jetzt einen Führer, einen Anführer gegeben hätte oder so. Auch die Greta ist für mich da keine Anführerin gewesen, sondern die hat eher eine Initialzündung losgelöst. Aber das hatte keinen manipulativen Charakter. Und diese Schülerdemos haben zumindest das bewirkt, was auch Edward Snowden damals bewirkt hat, nämlich zumindest eine über Wochen, möglicherweise Monate dauernde mediale Aufmerksamkeit. Allerdings, wie gesagt, ich bin da nicht so wahnsinnig optimistisch, vermutlich ohne, dass es tatsächlich konkrete Folgen haben wird. Ja, also im Prinzip stimmen wir da überein. Ich würde nur eines sagen, also rein konstruiert war es leider damals auch nicht. Im Dritten Reich waren, ich glaube, verdammt viele auch bereit, auch freiwillig mitzugehen zu solchen Versammlungen. Ja, das stimmt. Und, das Problem ist halt, auch nicht gar nicht so die Lenkung, aber es gibt schon diese Komponente, dass das auch ein Medienereignis ist. Ich sag mal, ohne Medien wären diese Demonstrationen auch nicht denkbar, ne? Die Aufmerksamkeit. Und die Leute verschieben ihre eigentlich guten Intentionen auf die falschen Ziele. Die denken tatsächlich, wenn sie demonstrieren und dann berichtet die Tagesschau darüber, dann haben sie einen Erfolg gehabt. Nö, tut mir leid, haben sie nicht. Der Meeresspiegel, der wird in 10 Jahren dadurch nicht abgesenkt. Ja? Das heißt, man verwechselt das Ziel, ernsthaft was zu erreichen, mit der Aufmerksamkeit alleine. Ja, beziehungsweise das individuelle Gefühl der Zufriedenheit kommt da sicherlich auch mit dazu. Also ja. Ich habe zumindest erreicht, dass wir jetzt die Aufmerksamkeit haben. Ja, also Sie haben in einem Punkt recht. Es gibt natürlich sowas wie Bewusstseinsbildung. Ja?
wir müssen uns informieren, Leute, die Informationen offenlegen, das ist schon wichtig, wie bei Snowden auch. Ja, ich muss mal wissen, was eigentlich passiert. Insofern ist natürlich eine Sensibilisierung für ein Thema oder dass da mal ein paar Fakten auf den Tisch kommen. Es gibt sowas wie Klimaerwärmung, wer es noch nicht gewusst hat. Sowas ist positiv. Ja. Mhm. Und auch, dass man jetzt generell jetzt über Dinge nachdenkt, die die Zukunft des Planeten betreffen oder so, das ist auch positiv. Ja. Ich sage nur, es gibt viele Dinge, über die man sich da vielleicht Sorgen machen müsste. Über einen nuklearen Winter ist auch keine angenehme Klimaveränderung. Über Superintelligenz, über autonome Waffensysteme, über Meteoriteneinschläge. Also da brauchen wir überhaupt viel, viel Verstand, um damit in der Zukunft fertig zu werden und nicht nur ein Hype, der ein paar Wochen dauert. Ne? Ja, ich bin ja bei Ihnen. Also insgesamt denke ich, dass wir jetzt beide vereint nicht unbedingt zu purem Optimismus beigetragen haben. Und deswegen möchte ich versuchen, das zum Schluss nochmal zu schaffen. Denn Sie schreiben ja am Schluss von einem Silberstreif am Horizont. Und wenn wir jetzt über so viel Pessimismus oder Realismus, wie auch immer man das bezeichnen möchte, gesprochen haben, schildern Sie mir doch mal Ihren Silberstreif am Horizont, bitte. Naja, das ist am Ende des Kapitels, wo es um Frieden geht und um die Ursachen der Konflikte. Ich meine, die Ursachen der Konflikte sind ganz klar jetzt Rohstoff- und Ressourcenkriege auch im Moment. Ne? Mhm. Und da sehe ich in der Tat auf ganz lange Sicht jetzt eine, sage ich mal, technologische Lösung. Also regenerative Energiequellen im weitesten Sinne, Technologie kann dazu beitragen, oder Recycling-Techniken oder sowas, kann auf lange Sicht dazu beitragen, dass wir uns nicht mehr um diese Ressourcen streiten müssen, ne, mit diesen Kriegen. Also das ist ein Silberstreif und es gibt auch immer wieder, also Nassim Taleb, der Autor, beschreibt es in seinem Buch Der schwarze Schwan. Es gibt immer furchtbare Ereignisse, die plötzlich kommen oder so, aber es gibt auch schwarze Schwäne, die positive Veränderungen bringen. Aus einfach da Entdeckungen, die positiven Einfluss haben. Ich denke, so ein Potenzial ist in der modernen Welt durchaus vorhanden. Und wenn man sich einfach jetzt mal darauf konzentriert, die Welt nicht kaputt zu machen, ja, also Schäden abzuwenden, ein bisschen vorausschauend zu sein oder so, dann ist das vielleicht auch keine schlechte Strategie, darauf zu vertrauen. Weil ich denke, auf ganz, ganz lange Sicht hat Technologie letztlich mehr die Zivilisation beeinflusst als alle verrückten Politiker, Kriege und was anderes. Ich meine, Isaac Newton hat jetzt mehr bewirkt als Napoleon oder so, ne? Oder Einstein oder Faraday oder so. Und die Perspektive einzunehmen, ist, glaube ich, ist für mich ein bisschen hoffnungsvoll, wenn mir das erlaubt ist, ja. Okay, vielleicht glauben wir an die Hoffnung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Ja. Vielleicht, so ungefähr, oder? Also ich meine, es gibt definitiv, was man nicht verneinen kann, wir leben in einer Technologiewelt, die sich immer mehr beschleunigt. Das ist ja auch das Thema zum Beispiel von dem Ray Kurzweil oder so. Das kann man jetzt ein bisschen enthusiastischer sehen oder auch kritischer sehen oder so. Aber unbestritten ist, dass wir in schnellerem Takt Revolutionen durchgehen, also vom Ackerbau bis zu Industrialisierung, bis zu Elektromagnetismus und Computer und Internet und Handy, das geht jetzt immer schneller. Ja? Hm. Und die Entwicklung, diese künstliche Intelligenz, die Leistungsfähigkeit der Computer, die sehe ich im Übrigen auch, also bedenklich, aber auch chancenreich. Also wir gehen da auf was zu, wo wir eigentlich nicht wissen, was kommt oder so. Ja? Mhm. Und insofern ist in solchen Entwicklungen auch immer ein positives Potenzial drin. Das kann man nicht verneinen. Ja? Genau. Und mit diesem positiven Potenzial beenden wir das Gespräch, schlage ich vor. Okay. Ja. Herr Unziger, ich danke Ihnen. Also es hat Riesenspaß gemacht. Und Ihr Buch zu lesen hat auch Riesenspaß gemacht. Ich kann es also nur allen Hörern empfehlen, sich das auf jeden Fall reinzuziehen. Es ist wirklich ein tolles Buch und teilweise witzig geschrieben mit vielen Erkenntnissen, unterschiedlichen Bereichen. Ich habe jetzt also noch mal ein bisschen Werbung hier für Sie gemacht und zwar aus voller Überzeugung. Ja, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen und uns noch viele positive Gedanken und dass sich die einen oder anderen vielleicht auch dann realisieren lassen. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Okay, vielen Dank ebenfalls. Jo, tschüss.